Ich habe euch ja gerade auch schon angeklebt. Und wir kennen euch ja sowieso immer nur so perfekt durchgestylt und auch sehr, sehr extravagant und anders gestylt. Und da haben wir nämlich auch, ne, ist ja anders als andere, sage ich mal. Ja. Für uns ist das normal. Ja, für uns ist das total normal. Ja, das stimmt. Total. Total normal. Und da wart ihr auch in Cannes unterwegs, da wart ihr nämlich bei dem Energy Award eingeladen. Da wart ihr gestern und habt euch mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Dann gucken wir mal rein, wie das aussah. Das stimmt, also bizarr ist ja gar kein Ausdruck. Ihr seid da angekommen, man denkt so, naja, da kommen die bestimmt so zu Fuß irgendwie an, ganz normal. Nein, wo ist denn das hier? Ach, da kann man es sehen, da vorne. Da habt ihr Wuffis dabei gehabt und viel Tamtam Tänzer. Und die haben euch, ja, und Moment, wer war das? Ein Bekannter von uns. Das ist nicht Luminos Mutter und auch nicht seine Oma. Und wer ist das? Ist das Lumino? Eine alte Dame und eine Eule. Ein Haustier. Ja. Also das ist ja, wer kommt dann auf sowas? Wer überlegt sich dann auch, Mensch, ich würde ja gerne mit einer Eule ankommen und ich knusche mal ein bisschen rum. Wir wollten einfach unseren Namen Ehre machen. Wir sind ja nicht Cinema Normal, wir sind Cinema Bizarre. Und da dachten wir, wenn wir schon den roten Teppich in Cannes haben, was ja wirklich ein Riesending ist, und da war auch dank Kylie Minogue vor uns auf dem roten Teppich, dann dachten wir, dann müssen wir auffallen und wollen was Bizarres machen. Und dann... Ja, ihr könnt später ja euch noch allein unterhalten. Ja. Ja, und da dachten wir machen einfach mal was ganz Bizarres und haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was machen wir. Und wie war das so mit so einem Vögelchen? Also eine Eule ist ja eigentlich auch ein Kampftier. Die war ganz gefährlich. Wie heißt denn das? Ein Wildfang. Ein wildes Tier. Ein Raubtier, ein Raubtier. Eigentlich ist das ein Vogel. Aber es ist ein Kampf, ein Raubvogel, so meinte ich. Es ist keine Mäuse. Keine Menschen. Nee, Menschen nicht, aber es ist schon gefährlich, so ein Vieh, ja, also oder? Ja, Frank wollte es immer wegfliegen, aber dann zum Schluss hat sich das Vieh irgendwann bisschen Valium. Das war lustig, es wurde ja an seiner Hand noch irgendwie, es hatte noch so einen Faden an seiner Hand, damit es nicht wegfliegt. Ja. Und das war ganz lustig, dann ist sie weggeflogen, ist dann auf einmal unten dran gehangen. Die ist dann auch nicht mehr oben drauf, die ist dann wirklich so gebammelt. Zwickwiller! Ah, nö, ne, macht ja Spaß. Peter war Eule mag's nicht. Ich meine, Eulen mögen sowas ja auch. Ist ja auch ein bisschen Action für die Eulen. Bungee-Jumping. Da freuen sich Eulen. Das ist keine Tierquälerei. Ja, Leute, da habt ihr aber wirklich mal wieder Mut bewiesen. Und das wird hier belohnt mit heißen, heiklen Fragen. Ich habe hier eine kleine Box. Also, ich stelle hier immer nur ganz liebe und artige Fragen. Ne? Aber diese böse Box hier, da sind ganz viele halbwilde Fragen, sage ich mal. Und da könnt ihr einfach mal der Reihe nach ziehen, wie ihr lustig seid. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Bitte schön. Nicht vorher gucken. Wir schummeln. Lass dich überraschen. So, ich mach's dir auch auf. Man kann die Frage auch so schön lesen. Ja, kann man das? Ja. Ein Tag jemand anderes. Was würdest du gerne sein? Okay, stimmt, man kann es wirklich so also lesen. Also was oder wer? Ja, was oder wer? Nee, wer? Wer würdest du gerne sein, wenn du einen Tag jemand anderes sein dürftest? Gülcan. Ich wäre Gülcan. Applaus! Schleimer. Das war eine schöne Antwort. Machen wir mal weiter. Ja? Oh, ich glaube, die müssen wir auch machen, ne? Willst du selber lesen? Oder soll ich lesen? Kannst du lesen? Ja! Frohes Neues Jahr! Okay, jetzt schaue ich mal. Ich kann selber vorlesen. Ja? Sehr gut. Steht. Oh, eine lange Frage hast du. Wegen einer Flutkatastrophe musst du plötzlich dein Haus verlassen. Du hast nur Zeit, einen Gegenstand zu retten. Was ist das? Oh. Zähle ich auch als Gegenstand oder bin ich sowieso schon inbegriffen? Nee, du bist sowieso dabei und dann darfst du noch deinen einen Gegenstand nehmen, ohne den du nicht leben kannst. Also ich glaube, ich würde auf alle Fälle mein MacBook mitnehmen, mein kleiner Laptop. Da ist ganz viel wichtiges Zeug drauf und dann ohne das MacBook wäre ich verloren, genau. Ja. Das glaube ich. So, willst du? Ich überspringe das mal. Okay, wir überspringen einfach mal. Ich greife mal ganz tief. Ganz tief in die Grabbelkiste. So. Macht das Spaß, das Spiel, ja, ne? So. Ja, du musst auch noch. Aufregender. Musst auch noch. Ja, ja, klar, ich gehöre auch zur Band. Was war dein peinlichstes Bühnenerlebnis? Oh, da kommt doch bestimmt was, oder?
Ihr seid ja oft auf der Bühne. Ja, muss immer also schief jetzt mit der Tour. Ja, aber ist was Neues passiert. Ja. Wir waren in Bochum und dann bin ich auf die Bühne gegangen und ich habe den ganzen Tag Witze gemacht. Heute sage ich bestimmt, guten Abend Leipzig. Ich bin dann aber auf die Bühne gegangen und habe tatsächlich gesagt, guten Abend Nürnberg in Bochum. Und das war natürlich dann alle so, wir sind in Bochum. Ich so, weiß ich doch. Ja, aber du hast Nürnberg gesagt. Scheiße. Aber wart ihr vielleicht davor in Nürnberg oder ja, wir waren zwei Tage davor in Nürnberg. Nein. Und das war, aber ich habe dann den ganzen Tag drüber gelacht und ich mache auch ständig noch Witze drüber. Haben die so gebuht oder so? Oder haben die irgendwie... Nee, die waren so in Euphorie. Nein. Lustig. Die waren so in Euphorie, die haben schon so, ja, Nürnberg ist super! Egal. Bitteschön. Dankeschön. Hübsch das Ding, ne, mit den Kugeln hier. Jetzt kommt's. Ja, mal gucken. Noch eine Frage? Eine heikle Frage? Cinema Visar in 10 Jahren. In 10 Jahren, was steht hier? Ist ein End vergessen. Hab wo ich steht nicht ihr? 2018. Doch! Auf den Beinen, ne, stehen wir da. Auf den Beinen, bist du sicher? Ich glaube, ich war dann cracksüchtig und krabbel dann auf den Boden und bin in Entzug. Und also wir überlegen in 10 Jahren. Ja, ich nein. 10 Jahren bin ich 32, wie so lange überlebe ich. Nee, immer dieser Optimismus. Wird schwer. Also ich jetzt bin musst du noch eine Frage ziehen. Ja, wir müssen jetzt leider auch nein, schon zum nächsten Max. Ich würde so gerne, ich mache das gleich. Macht euch keine Sorgen. Was ich bleib noch ein bisschen bei euch, aber vorher müssen wir uns was angucken. Nämlich unsere Kinovorstellung des Tages. Heute ist ja Donnerstag, da kommen mal tolle neue Filme in die Kinos. Und dieser ist ein ganz besonderer, der heißt Ossis 11. Ist so eine kleine Verarschung von Ocean's 11. Das kennt man natürlich mit ganz vielen Hollywood-Stars. Die wollen dann eine Bank ausrauben oder so. Und das klappt alles nicht so ganz. Und dieses Ossis 11 ist auch eine hübsche kleine Satire darauf mit was ganz Feinem, nämlich der Colleen. Und da gucken wir jetzt rein. Plattenbauten statt glitzernder Fassaden, menschenleere Straßen statt Spielcasinos und tiefster Osten statt Las Vegas. Während die Gentleman-Gangster in dem Hollywood-Hit Ocean's 11 an den glamourösesten Orten stehlen und tricksen durften, müssen ihre Gangsterkollegen in der ostdeutschen Variante Ossis 11 etwas kleinere Brötchen backen. Der Titel an sich ist ein Witz. Also Ossis 11 und Ocean's 11 an sich ist es ein Wortwitz. Und dann zu behaupten, man hat 11 Personen, das ist die Parallele, die einzige. Naja, das sehen andere Darsteller ganz anders. Naja, also erstmal ist es natürlich der ganz klare Vergleich zu Ocean 11. Und ich finde, da müssen wir uns auch nicht scheuen. Wir haben der Hauptdarsteller, die sind sich sehr ähnlich. Wir haben das gleiche Budget. Und ja gut, wo unterscheiden wir uns? Nee, eigentlich gar nicht. Genau wie Vorbild Danny Ocean plant Oswald Ossi Schneider den größten Coup seines Lebens. Nur eben nicht im schillernden Las Vegas, sondern zwischen Dresden und Dessau. Ossi hat es auf mehrere 100.000 D-Mark Münzen abgesehen. Die werden nämlich seit der Einführung des Euro in Eisengießereien umgeschmolzen. Für Ossi eine klare Verschwendung. Du kannst es umtauschen bei den Banken, ganz normal. Karl, vor uns erstattet dein Vermögen beim Altmetall. Den Reichtum vor Augen entschließt sich Ossi, die Gießerei auszurauben. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Leute, die uns beim Rausschleppen helfen. Profis, Experten. Und ich weiß auch schon, wo ich die finde. Das ist euer Ding, was für Kämpfernaturen. Ossi, wir verkaufen Bratwurst. Wollen wir uns das nicht erstmal anhören? Genau, denn Ossi ist natürlich perfekt vorbereitet und präsentiert seinen Ganoven-Freunden einen todsicheren Plan. Karl bringt uns mit seinem LKW auf das Gelände. Das ist absolut unauffällig. Da müssen wir das Zeug noch irgendwie einladen und das war's. Das meiste ist schleppen. Das ist alles? Das ist der Plan? Na gut, vielleicht muss an dem Plan noch etwas gefeilt werden. Aber genau wie in Ocean's 11 gibt es noch eine Geheimwaffe. Und da kommen unsere beiden Akrobaten ins Spiel. Ganz einfach. So einfach klingt das nicht, aber vielleicht können es ja diese beiden bekannten Gesichter rausreißen. Ja, unsere Colleen erweist sich neben Elvis' tolle Sascha als echte Gangsterbraut. Auch wenn Ossis 11 keine leuchtenden Fassaden und millionenschweren Casinos zu bieten hat, beweist der Film, dass auch eine ostdeutsche Plattenbausiedlung einen spannenden und obendrein noch lustigen Gangsterfilm hervorbringen kann.
Ich habe gesagt Skimaske, nicht Skimütze.